ihr Lieben da draußen, heute möchten wir euch mal vorstellen von der Firma Troll Factory. Die haben einen Silikonkautschuk, was man auch nehmen kann, um sich Formen zu gießen. Das will ich heute mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier mal so ein Kilo bekommen und möchte mir damit mal ein paar kleine Rosen. Mir ist die Form von diesen Rosen kaputt gegangen. Das war eine Latexform, die hat leider nicht so lange gehalten. Und jetzt probiere ich es einfach mal mit diesem Silikonkautschuk, ob das besser ist, haltbarer ist, flexibler ist als Latex. Ich probiere es einfach mal aus und ich zeige euch jetzt mal, was in dem Starter-Set so alles drin ist. Man bekommt zwei Sachen, also zwei Komponenten von diesem Silikonkautschuk, die dann nachher vermischt werden müssen, um diesen haltbaren Silikonkautschuk zu machen. Dann ist dabei Trennvaseline, um die Objekte, die man gießen möchte, oder das eine Objekt, was man mit dem einen Kilo abgießen möchte. Bei einem größeren Objekt, kleine, kann man natürlich ein paar mehr abgießen, aber wir sind ja jetzt beim Betongießen und brauchen dann ein bisschen mehr Platz oder größere Sachen. Das muss dann mit Vaseline eingestrichen werden, um die Trennung zwischen dem Silikon und dem Objekt zu haben. In dem Set ist auch noch drin so eine Verschalung, Form, für, wo man das dann reingießen kann am Ende. Und da sind auch noch diese Büroklammern mit dabei gewesen, um diese Form bauen zu können. Knete. Und die Knete ist noch damit bei, um das abdichten zu können. So wie das gebaut wird, zeigen wir euch jetzt gleich mal. Ich möchte jetzt bei diesem einen Guss, den ich jetzt hier machen kann, die größtmögliche Form ausnutzen, die man machen kann mit diesem, Rahmen, Gießrahmen. Und habe mir jetzt die Keile einfach so größtmöglich zusammengeschoben. Und die werden jetzt dann einfach, entweder könnt ihr doppelseitiges Klebeband nehmen. Da habe ich Angst, dass ich die Dinger nicht wieder auseinanderkriege. Ich nehme diese Büroklammern, die damit drin sind. Gut, da hat man dann innen nachher diese Büroklammerabdrücke, aber Mann, das ist der Rand. Das ist mir eigentlich egal, ob am Rand eine Büroklammer zu sehen ist oder nicht. Dann wird es einfach bloß zusammengesteckt, geheftet, wie man es nennen will, damit das fest ist. Und dann muss man die Ritzen überall noch mit der Knete ausfüllen, damit es nirgendwo rauslaufen kann. Ich weiß nicht, ob das Zeug so flüssig ist wie Wasser, denke man nicht, aber... Denke man doch. Was, so flüssig? Ja. Nee. Wie dein Latex so flüssig, nachher wirst du sehen. Aber die Ritzen müssen eben abgedichtet werden und ich muss das jetzt leider, weil ich ja die größtmögliche Form ausnutzen wollte, muss ich das leider von innen machen. Dann hat man innen natürlich, also hat man nachher an der kompletten Form, wenn die fertig ist, hier oben am Rand, ist das natürlich nicht exakt gerade oder wie auch immer, da hat man dann eben die Knete. Egal, es soll nicht schön sein, es soll funktionieren bei mir. So, jetzt muss ich das alles noch abdichten und zeige euch gleich mal, wie das weitergeht. Dann zeig mal, wie du anfängst mit Abdichten. Anfangen mit Abdichten. Ich muss das jetzt hier auf dieser Form, auf der Platte hier festkriegen. Hier unten. Ich habe mir schon solche Knetröllchen vorbereitet, damit das alles nicht zu lange dauert jetzt hier. Mal zeigen. Und dann in allen Ecken. Und das dann jetzt in allen Ecken. Und da zeige ich euch gleich, wann fertig ist, wie es aussieht. Und wie geschwitzt es ist. Ich habe mir jetzt alle Seiten von dieser Form. Gießform mit dieser Knete hier versiegelt, damit da nichts rauslaufen kann. Also den Boden festgemacht an diesen Rändern und eben auch die ganzen Ecken, damit da nicht zufällig was rauslaufen kann. Wo ich eigentlich davon ausgehe, dass es nicht passieren könnte. Diese Knete kann man hinterher bestimmt auch wieder verwenden. Die ist nämlich so, dass sie weich bleibt und nicht hart wird wie andere Knete. Und gut, dann habe ich mir diese Rosen vorbereitet schon mal, damit ich hier unten einen kleinen Rand habe. Da soll nachher der Beton dann reingegossen werden können. Das will ich frei haben. Das stelle ich mir jetzt hier unten drauf und muss das erstmal alles mit Trennvaseline einstreichen, weil wenn ich es hier festgemacht habe, komme ich da nachher nicht mehr ran, also muss ich es erst einstreichen. Die ganze Rose oder alle Teile, die man jetzt gießen möchte, ich will ja ein paar mehr gleich gießen in einer Form, damit ich alles ausnutzen kann, was ich an Kapazität habe,
will ich den ganzen Platz ausnutzen. Und die muss man jetzt alle mit Vaseline vorbehandeln, alle Teile, damit da jetzt nicht das Silikon-Kautschuk da nachher dran kleben bleibt. Also muss das erstmal jetzt alles ordentlich eingestrichen werden. Wenn es fertig ist, zeigen wir es weiter. Ich habe mir jetzt alle meine Teile, die ich gießen möchte, mit dieser Vaseline, Trennvaseline eingestrichen, ordentlich, hoffe ich. Habe mir die am Boden fixiert mit dieser Knete, dass das auch so als Löchlein bleibt nachher zum Einfüllen. Habe ich den Rand gemacht. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Denkfehler drin, weil ich habe bloß den einen Versuch. Und eigentlich könnte man jetzt, bevor man die Vaseline drauf hat, hätte man da jetzt Reis reingießen können, um zu sehen, ob man mit dem 1 Kilo hinkommt oder wie viel man an Menge überhaupt braucht. Ich habe aber bloß dieses 1 Kilo, also verbrauche ich jetzt auch dieses 1 Kilo, kippe das jetzt hier rein und hoffe, weil ich es nicht ausprobiert habe, dass das ausreicht, indem jetzt die Verdrängung von diesen Teilen so groß ist, dass ich nur noch 1 Liter brauche, der eben ringsrum alles dann abdeckt. Dafür muss man das jetzt alles zusammenrühren, damit das eben diese gute Masse wird, was dann nachher dieses Silikonkautschuk überhaupt wird. Das rühren wir dann gleich mal ein. Bevor ich jetzt mit dem Silikonkautschuk weitermache, wollte ich euch schnell noch mal ein Buch vorstellen. Das kann man auch in der Troll Factory erwerben. Das hat der Inhaber der Troll Factory, der Herr Habekos, zusammen mit der Frau Wagner geschrieben. Da ist alles drin, was man über Silikon wissen muss. Also wer sich damit mal ein bisschen schlau machen möchte oder darüber schlau machen möchte, da steht alles Mögliche drin, wie man irgendwelche Formen baut, was man verwenden muss. Die Dildos eben. Die Fachausdrücke, da ist alles drin, von ganz normalen Formen über erotischen Abformungen oder da ist alles drin, was über Silikon, glaube ich, jemals irgendwie irgendwo gedacht, erzählt oder gemacht wurde. Da ist wirklich alles drin, was man zu Formen braucht, zu Silikon braucht. Man kann alle Fachausdrücke danach lesen. Da sind natürlich auch Bilder drin, wie man jetzt solche Formen da macht. Die habe ich jetzt hier schon wieder überblättert. Ich habe da gerade mit meinen Fingern dran rumgekrabbelt. Hier sieht man die Stellen von meiner Knete. Da weiß ich immer, wo die Stelle ist, wo die Form ist. Da ist alles super drin erklärt. Also wer Bock hat, kann sich dieses Buch da auch bestellen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, um festzustellen, wie viel von diesem Silikonkautschuk man braucht, um jetzt die Formen auszufüllen, müsste man theoretisch mit Reis mal nachmessen. Aber ich verbrauche jetzt einfach alles, was ich da habe. Wenn man jetzt mit Reis nachgemessen hat, wie viel man braucht, kann man dann grammgenau 1:1 diese beiden Komponenten vermischen. Ich habe jetzt hier von jedem 500 Gramm und vermische jetzt das beides einfach zusammen. Weil das Augenmaß sagt, wir brauchen mindestens 1 Liter. Denke ich, hoffe, meistens habe ich richtig gelegen. Ich hoffe, ich liege jetzt hier auch richtig. Mache jetzt hier beide Sachen einfach rein, beide Komponenten und vermische die dann. Und du Scheiße, hoffentlich geht das gut. Der einzige Versuch, den wir haben. Yin und Yang, so ist das Zeichen entstanden. Beim Vermischen. Na. Gut, man soll jetzt aufpassen, so wenig wie möglich Blasen reinzukriegen. Für Profis gibt es alles so eine Geräte, so ein Vakuumiergerät oder was weiß ich, um die Blasen rauszuholen. Oder sowas habe ich alles nicht im Hobbybereich. Man kann sich nicht alles zulegen, was man als Profi dafür braucht. Es sei denn, man macht jetzt wirklich 100.000 Formen. Aber man will ja bloß mal als Hobby ausprobieren, wie alles funktioniert, welche Sorte man am besten nimmt, was für sich selbst am besten geeignet ist. Ich probiere jetzt alle Sorten mal durch, die ich finde und bekommen kann. Alle Materialien. Und dann werde ich mich entscheiden, wie für mich die Formen am besten zu machen sind, wenn ich jetzt mal als Hobbybauer mir einen Frosch oder was weiß ich abgießen möchte, um das bei mir am Teich zu stellen. So, ich versuche das so weit wie möglich rauszukriegen hier alles. Jeder Tropfen zählt. Jeder Tropfen zählt, nicht dass er nachher hier irgendwo fehlt. Das wird der Lacher, wenn es jetzt nicht reicht. Dann bin ich richtig angearscht, wenn die Rose oben rausguckt oder irgendwas. Aber auch da werde ich eine Möglichkeit finden, um das irgendwie hinzukriegen. Man ist ja nicht blöd. Hoffe ich. Thank you.
Wenn man selber blöd ist, merkt man es, glaube ich, als Letzte. Du sollst aufhören zu denken. Überlegen sollst du. Denken kannst du dir fern überlassen. Die haben viel größer im Kopf. Schnell alle Gedanken wieder raus aus dem Kopf, alle leer pusten und überhaupt nicht denken. Einfach machen. Ja, wird jetzt langweilig dein Jetzt wird es langweilig. Gut, wir machen jetzt die Reste. Gut, ich kaufe die 3 mm, die jetzt hier noch drin sind, an. So, dann soll man das schön umrühren. Vorsichtig natürlich, dass man nicht so viele Luftblasen macht. Ich sehe hier natürlich noch schon welche. Ich zeige euch, wenn es fertig gerührt ist. Und ich habe jetzt hier eine Weile gerührt, 2-3 Minuten, glaube ich. Dann ist das alles auch richtig schön verteilt. Man sieht an der Veränderung der Farbe, dass es jetzt einfarbig grün ist. Vielen Dank an die Troll Factory, dass sie so ein schönes Grün gemacht hat. Das ist genau das Grün, wo ich drauf stehe im Moment. Aber Scherz beiseite, es muss richtig einheitlich durchgerührt sein und dann kann man das auch in seine Form geben. Und dann drückt uns jetzt mal alle die Daumen, dass das reicht. Sonst lachen wir. Bin ich angearscht. So, ich mache das auf meine große Rose zuerst, weil ich die auf alle Fälle erstmal haben möchte. Das sieht sehr schlecht aus. Das sehe ich aber auch. Ein Liter ist nicht so viel. Hätten wir noch mehr auskleiden müssen mit Knete. Ja. Soweit zum Thema 1 Liter. Probiere trotzdem irgendwie zu retten. So, mein Dilemma habt ihr gesehen vorhin, dass das nicht so recht gereicht hat. Aber ich habe jetzt so lange dieses Silikon-Kautschuk mit diesem Rührdingens, was ich hier hatte, immer wieder über meine Rose drüber gemacht, bis das fest geworden ist. Das dauert ja bloß ein paar Minuten, ehe es fest wird, vernetzt ist. Bei Zimmertemperatur, wir haben es ja auch relativ warm im Moment, da geht das alle ganz schnell. Also habe ich das bloß immer hier so rüber gemacht, auf der kleinen Rose hier auch. Habe, um ein bisschen Volumen zu gewinnen, habe ich jetzt einfach die Flaschen hier noch mit reingestellt. Dann ist das ja natürlich auch ein Stück hochgestiegen, die Flüssigkeit, also das Silikon selber. Jetzt kann man das einfach mal, wir schalten es jetzt einfach mal aus und gucken uns das mal an, wie das aussieht. Ja, schaltet mal aus. Ich habe jetzt einfach mal die Außenwände hier aufgemacht, also diese Büroklammern abgemacht, dann kann man die einfach auseinanderbiegen. Das geht leicht ab von diesem Silikon hier. Die Knete kann man dann natürlich auch abmachen überall. Meine einzige Büroklammer, die ich hier eingeklebt habe, mit, die geht jetzt hier natürlich irgendwie nicht wieder raus. Die schneide ich nachher einfach ab. Die Knete hier überall ab. Dann muss man zusehen, dass man die Flaschen hier irgendwie wieder rauskriegt. Zack. Jetzt höre ich, geht ja eigentlich alles wieder ab davon. Ich muss erstmal irgendwo eine Stelle finden, dass das erstmal Luft rankommt und dann kann man es abmachen. Zack, zack. Und sauber. Alle ganz sauber. Ja. So, dann die untere. Ich krieg das Ding hier einfach nicht. Ist nicht gefrühstückt? So, jetzt noch unten den Boden und dann werden wir gleich sehen, ob wir das wenigstens einigermaßen hingekriegt haben. Ich zeige euch gleich, wenn der Boden ab ist. Das wollen die Leute jetzt sehen. Das wollen sie jetzt sehen. Ich muss das hier erstmal alles abfriemeln jetzt hier. Oh, Flutschfinger, los. Zack. Oh, das ist doch perfekt geworden. Da sind die Löcher zum Beton einfüllen. Das probieren wir nachher auch gleich mal zu gießen. Wenn wir die Rose da erstmal noch wieder rauskriegen. Ne, das wird noch nackt. Und dann, ja, diese Knete kann man alles wiederverwenden. Das ist alles nicht das Problem. Das lässt sich ja auch alles von dem Zeug hier entfernen. Mit ein bisschen Ruhe und Ausdauer. Die wir alle haben, die verrückt Ruhe und Ausdauer. Die Betonierer sind alle ganz dolle Geduldige. Gerade du.
So, und dieses Silikon-Kautschuk hier, das ist so dehnbar, da kriegt man dieses rausgeflutscht hier. Ja, ja, das sieht ja auch so einfach. Ja, das, oh, ist, das geht aber ganz einfach. Das geht ganz einfach. Also dieses Zeug ist super dehnbar. Man muss bloß erstmal einen Anfang finden, damit Luft drankommt und so. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Kriegt man das auch rausgeflutscht. Ups. Oh, Mutti, du brauchst mehr Kraft. Also, wenn ich jetzt, das geht. Geht. Ja. Funktioniert alles. So, und da kann man dann seine Röschen reingießen nachher. Das probieren wir nachher auch gleich. Für den Unfall, ne, das hier unten das, kannst du abschneiden. Das Zeug hier schneiden wir einfach weg und dann haben wir trotzdem zwei Rosenformen, wie wir eigentlich haben wollen. Ja. Also. Machen wir gleich weiter. Alles, was jetzt nicht zu der Form gehört, die wir eigentlich haben wollten. Wir wollten ja die beiden Rosen haben. Gut, die beiden anderen Teile sind jetzt nichts geworden, aber hauptsächlich sollte es ja um die Rosen gehen bei mir. Dann kann man die überschüssigen Sachen, was jetzt hier irgendwo rumsteht, rumlabert, das kann man einfach alles abschneiden mit der Schere. Und dann hat man trotzdem seine Form. Also trotzdem, dass eigentlich schief gelaufen ist, hat man dennoch ein relativ gutes Ergebnis. Ich habe immerhin meine Rosenform, die ich haben wollte, habe ich jetzt wieder. Kann die verwenden, weil dieses Zeug so dehnbar ist. Ich habe jetzt hier auch Typ 1, was wirklich weich ist. Es gibt noch härtere Silikonkautschucke. Also für mich ist das ideal. Also ich bin eigentlich auch überrascht, dass trotz anfänglicher Schwierigkeiten. Trotz, dass du gedacht hast. Trotz Mitdenkens und Überlegens. Nee, überlegen hast du ja nicht, du hast gedacht. Das Denken kannst du auch den Pferden überlassen, aber das Überlegen, das ist schon schwieriger. Ja, Überlegen ist schwieriger, gut. Dafür braucht man denn immer einen Mann, oder was? Ja, wo besser ist. Wenn du den nicht hättest, hättest du den Film jetzt weggeworfen. Ja, das kann man sich jetzt auch rausreden. So, jedenfalls alle Schniepel, die hier irgendwo rum. Na hier, hängen, das Lappen hier, das kann alles weg, das brauchen wir nicht. Theoretisch könnte man hier oben auch noch ein bisschen weiter aufschneiden, aber wir lassen das so, man kriegt das ja raus. Ja, und zu Anfang hatte ich eben gesagt, hier unten, diese Sachen sind eben von der Knete, aber mein Gott, ob die jetzt gerade ist, die Form, oder da ist jetzt dieser Knete dran zu sehen. Mein Gott, die Form will man nicht ausstellen, nicht verkaufen oder was weiß ich, die will man nutzen, um was zu gießen und den eigentlichen Zweck des Gießens wird das wohl erfüllen. Also wir gießen sie gleich noch voll und dann zeigen wir, wie dann das gegossene Objekt aussieht. Ja, perfekt. So. Wir haben jetzt hier dann die Rosenform mal mit rübergenommen in unsere Werkstatt. Und da machen wir dann jetzt den ersten Abguss mit Bidon. Mal sehen, wie das wird. Also eigentlich müsste das ja gut werden. Ja, ja. Das ist immer von deinem Schatz. Bei so einer misslungenen Aktion müssen wir die Rosen jetzt schön werden. Super, super, super schön. So, auch wieder wackeln und schütteln, bis das überall hingelaufen ist. Und nochmal wieder nachfüllen. Bis die Form schön ausgefüllt ist. Ich habe eindeutig so große Handschuhe, die sind durch einen Meter zu groß. Ich brauche mal neue Handschuhe. So, wieder rütteln, damit das alles rütteln und schütteln. Blasenfrei wird, hoffentlich. Oder so gut wie blasenfrei. Dann kommen wir Blasen hoch, siehst du. Ja, und dann muss man das beiseite stellen und trocknen lassen. Und dann zeigen wir das Ausschalen gleich wieder. Nach ein oder zwei Tagen könnt ihr das, was ihr jetzt hier in das Silikon reingegossen habt, auch schon wieder ausschalen. Ich habe jetzt hier keine großen Teile gemacht. Und das Silikon-Kautschuk hier, das ist so dehnbar. Da könnt ihr das einfach rausflutschen und dann habt ihr eure Rose. Das geht ja leicht. Und das ist auch so ein geiles Zeug, dass man... Das ist so eine tolle Sache. Man kann sich ja nicht entscheiden, was man jetzt als Gießmaterial am besten nimmt. Judith hat hier ein bisschen seinen Preis. Aber das ist auch so toll, dass man keine Umformung braucht. Du kannst es einfach, du gießt es und hast dann deine Form fix und fertig, ohne eine Umformung machen zu müssen. Du kannst es hinstellen, kannst es gießen
und das fertig. Aber uns ist aufgefallen, macht lieber jedes Teil einzeln, damit ihr nicht so viel Zeug ringsrum vergeudet. Also so eng wie möglich, 5 mm muss Rand sein zu dem Gießrahmen. 5 mm sollten in allen Richtungen überall ringsrum sein, damit es eine richtige Stabilität hat. Und macht jedes Teil einzeln. Dann hätten wir jetzt hier auch 4 Teile bestimmt rausgekriegt, wenn wir nicht in eine große Form gemacht hätten. Also dieses Zeug ist wirklich super. Ja, aus Fehlern lernt man. Ja, aus Fehlern lernt man. Also macht das immer einzeln und nicht. Und ihr habt ein perfektes Ergebnis. Ja, super. Also das ist jetzt hier der erste Guss. Da sind immer mal ein paar Löcher drin. Beim zweiten wird es dann schon wieder besser. Versucht es einfach, dieses Zeug von der Troll Factory hier, dieses Silikon-Kautschuk. Holt euch das mal und probiert es aus. Viel Spaß damit.